solche Aufnahmen zu bekommen, hat man früher gefährliche Tauchgänge durchführen müssen, um Informationen zu erhalten, die sehr wichtig waren für die Wartungsarbeiten. Heutzutage, aufgrund der Technologie und einer genialen Geschäftsidee, geht das viel präziser und absolut ungefährlich. Und wer hinter dieser Geschäftsidee steht und was alles dahinter steckt, schauen wir uns heute an. Das Speicherkraftwerk Wiesthal der Salzburger AG ist seit 1913 in Betrieb. Es produziert 53 Gigawattstunden pro Jahr und versorgt somit 15.000 Haushalte mit Strom. Wir treffen heute Thomas Nemetz. Seine Firma Ocean Maps aus Salzburg ermöglicht es, komfortabel in die Unterwasserwelt der Kraftwerksanlagen zu tauchen. Und das ganz ohne nass zu werden. Die Geschäftsidee Ocean Maps ist ja aus einem Hobby entstanden, oder? Ja, die ursprüngliche Geschäftsidee war, den Tauchsport sicherer zu machen. Wir haben interaktive 3D-Tauchkarten gemacht und haben dabei das Unterwasser vermessen und das so visualisiert, dass das jeder versteht. Und dann haben wir gesehen, dass das auch große Bedeutung hat für andere Kunden, in der Energiewirtschaft zum Beispiel, dass wir das Unterwasser am Turbineneinlauf vermessen haben und auch so visualisiert haben in einem digitalen Zwilling, dass das jeder versteht. Und welche Innovation steckt hinter der Idee bzw. hinter dem Geschäftsmodell? Das Besondere ist die Einfachheit, in der wir das visualisiert haben und dass wir technisch in der Lage sind, sehr, sehr große Datenmengen ganz einfach am Smartphone darzustellen. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen in der Praxis? Wie funktioniert das, wenn ich jetzt beispielsweise diesen See hier ausmesse? Wir verwenden als Hauptmessgerät den Multibeam-Sonar. Da kann man sich vorstellen, der setzt jeden Zentimeter einen Messpunkt auf dem Seegrund. Der gibt die digitale Information der Koordinaten und so können wir die Geometrie erfassen und dann später visualisieren. Nicht nur Firmen aus dem Energiesektor zählen zu den Kunden von Ocean Maps. In welchen Branchen das Salzburger Unternehmen noch gefragt ist und was das alles mit einem digitalen Zwilling zu tun hat, das erfahren wir gleich. Zuerst möchten wir aber noch wissen, warum die Arbeit von Ocean Maps für die Salzburger AG als Betreiber des Wasserkraftwerks am Wiesthal-Stausee so enorm wichtig ist. Ganz ein wichtiger Grund ist, wir müssen wissen, was sich unter Wasser abspielt, insbesondere die Anlandungen in den Stauräumen, damit wir einerseits Hochwassersicherheit gewährleisten können, aber andererseits, damit wir wichtige Anlagenteile wie Grundablass und so wissen, ob der frei ist oder der Turbineneinlauf, damit sich das nicht verschließt ungeplanterweise und damit die Funktionsfähigkeit gegeben ist. Zusätzlich, wenn wir Instandhaltungen machen, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir im Vorfeld wissen, was da in dem Bereich los ist, damit wir das so günstig wie möglich umsetzen können. Durch die Zusammenarbeit mit Ocean Maps, was hat sich da für dich erleichtert bzw. verändert? Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir die Daten in einer Art und Weise kriegen, damit man damit leichter arbeiten kann. Das heißt, unser Gehirn arbeitet gern mit Bildern oder tut sich viel leichter, Bilder zu verarbeiten, als wie dass man auf irgendwelchen Plänen mit 7 Schnitten draufschauen muss und sich daraus selber ein dreidimensionales Bild bilden muss. Sondern ich sehe jetzt schon direkt, was ist da los. Ich habe nicht so viel Übersetzungsproblematik und kann mich an das technische Problem kümmern. Das Zweite ist, dass wir viel effizienter arbeiten können. Das heißt, wir brauchen teilweise weniger Personaleinsatz für gewisse Vermessungen oder ich spare mir teure Arbeitstaucher, die dort vor Ort nachschauen müssen, sondern ich kann das von über der Wasseroberfläche mit einem Messgerät machen, das mir die Unterwasserwelt darlegt, sage ich jetzt mal. Ja. Und hier genau in Wiesthal, was habt ihr da gemacht mit Ocean Maps, genau in der Zusammenarbeit? Da haben wir zwei Sachen gemacht. Eine Sache, die direkt mit einer Instandhaltung zu tun gehabt hat, war, dass wir da beim Turbineneinlauf, der ist da drüben, eine Nachrüstung vorgenommen haben, damit man den trockenlegen kann. Es sind sogenannte Dammbalken eingebaut worden und zu dem Einbau haben wir genau wissen müssen, was da im Unterwasser los ist. Und haben sozusagen die Vorortaufnahme des Gebäudes, wie das genau gebaut wurde, und zwar auf einen Zentimeter genau, mit dem System aufgenommen. Da haben wir uns richtig viel Geld gespart, also ich würde sagen im 6-stelligen Euro-Bereich. Wahnsinn. Im Gegensatz zu einer standardmäßigen Vorgehensweise mit Tauchern, die dort im trüben Wasser fischen, sage ich jetzt einmal, versucht, die Dinge aufzunehmen. Und die zweite Sache ist, wir haben den gesamten Stauraum, und zwar die Verlandungssituation des Stauraumes dreidimensionell abgebildet, also den kompletten Stauraum. Das brauchen wir einerseits für die Behörde zur Nachweisführung und das ist eben genau das Thema,
in Richtung Hochwassersicherheit bzw. Sicherheit der eingebauten Sicherheitsbauteile der Anlage. Ja. Aus der Unterwasservermessung ist bei der Firma Ocean Maps noch ein zweites Geschäftsfeld hervorgegangen. Digital Twin heißt dieses, der digitale Zwilling. Und dieser ist gleich für mehrere Branchen interessant. Was versteht man unter einem digitalen Zwilling? Der digitale Zwilling ist ein digitales Abbild einer realen technischen Anlage, wobei Daten in beide Richtungen ausgetauscht werden. Werden Daten nur in eine Richtung ausgetauscht, spricht man vom digitalen Spiegel oder Digital Mirror. Und wie kann ich mir die Vorteile von so einem digitalen Zwilling vorstellen? Wir können in einem Baugenehmigungsverfahren zeigen, wo zum Beispiel ein Kran aufgestellt wird und da Kosten sparen. Wir sehen hier die Kranaufstellung bei einer der größten Brückenbaustellen in Österreich, die neue A26-Brücke in Linz. Und da war wichtig zu zeigen, dass der Kran so aufgestellt wird, dass die Naturschutzgebiete nicht beeinträchtigt werden. Das heißt, dass die Last nie über das Naturschutzgebiet geht. Was sind die Ideen speziell für die Zukunft, was den Einsatz vom digitalen Zwilling betrifft? In Zukunft wird der digitale Zwilling mit künstlicher Intelligenz verbunden, zum Beispiel bei Brücken, um Schäden rechtzeitig zu erkennen, zu kategorisieren und perfekt zu dokumentieren. Was also auf den ersten Blick aussieht wie ein aufwendiges 3D-Computerspiel, in der sich die Gamer durch verschiedene Welten bewegen können, ist in Wirklichkeit eine innovative Geschäftsidee eines Salzburger Unternehmens mit 10 Mitarbeitern. In unterschiedlichen Branchen revolutioniert die Firma komplexe Arbeitsabläufe. Bei den Kraftwerken der Salzburger AG, wie hier am Biestal-Stausee, unterstützen die präzisen Vermessungen nicht nur die Betriebssicherheit. Die Technologie spart auch einiges an Kosten bei Wartungsarbeiten am Kraftwerk.